Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Batz. Ey, schon wieder derselbe Weg. Egal. Oh Mann, ich kann nur alles nur falsch machen, ey. So. Wow. Wow. So. So, kommst du mal. Ey, was ist denn da jetzt los? Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ey, da haben wir die gerade befreit. Jetzt dürfen wir nochmal hin. Egal. Sie ist ja nur halb tot. Kann man da durchfahren? Nein. Hier eine Scheiße zusammen, ey, das ist ja nicht mal feierlich. So, das ist eine Zombie-Horde. So. Den... Ups, das habe ich gerade gelackt. Das ist ja so ein Tobsüchtiger, alles klar. So, jetzt haben wir noch hier die Zombie-Horde getötet. Oh, WTF, ey. Basis Ed-Zustand verschlechtert sich. Er braucht einen Arzt. Boah. Wo muss ich jetzt hin, ey? Neuer Ort entdeckt. Ja, dann mache ich die erstmal tot hier. Dann gucke ich... Oh. Jetzt hört doch mal auf, Mann. So viele Zombies können doch nicht auf einem Fleck sein. Das ist ein bisschen too much. Da kommt schon der nächste zu mir angerannt. Ey, das ist... Unloaded up. See you back at base. We'll see you soon. So. Wo ist denn jetzt hier die Alte? Verstehe ich nicht. Ach, bestimmt, weil wir es geschafft haben, hat sie sich erstmal da verpisst, denn weil die Mission für sie erfüllt war. Ist aber schön, dass du mich alleine lässt. Dumme alte Kuh. Komm schon, komm schon. So hört sich das an, wenn man mit Holz auf Holz haut. Also, Gläser mit Lebensmittel brauchen wir. Nimm ich. Nach Hause funken? I got nothing left. I found some supplies. Send runners for pickup. Okay, I'll round up everybody that's available. Confirmed. We're Zed free here. Okay, looks like no zombies were close by.
Also ich kann nichts mehr aufnehmen. Ja, ich verwende das einfach. Nice. Damit ihr ein paar Waffen hier hat. Leuchtsignal. Ach, kann man nicht mal verwenden, ja. Blödsinn. So, dann wird das jetzt hier durchsucht. I got nothing left. Oh. Huch. Ja, ist ja ne, ist ja gut. Jetzt, sie tut ja so, als wäre sie im Marathon gerannt. So, dann fahren wir mal weiter. Hey, ich dachte aber echt, man kann sich auch die Autos wieder reparieren lassen, aber die kaputt ist kaputt. Na gut, es gibt ja natürlich auch genügend Fahrzeuge, die man nehmen kann. Aber cool war es trotzdem. So, ist auch eine Zombie-Horde. Mal bevor ich hier weiterfahre, gibt es hier irgendwas? In Umkreis. Ui. Ach, da ist er. Machen wir das doch gleich schnell, oder? Boah, muss ich denn hier fahren? Ja, hier rein. Mann, was ist das denn für ein Busch? Mann, wäre ich mal doch die Straße angefahren. Lily? You're starting to get closer. Where are you? Ja, die kriegen wir richtig auf die Fresse. Aber das Ding ist ja mal mörderschwer. So. Jacob, right? Come on, let's get you and your friend out of here. No, that's okay. You just get him back to the church safe. I gotta get back to my brothers for they notice I'm gone. Eh? Eli, we've talked about this. I'm not ashamed to be seen with you. It ain't about shame. You know what Job would do if he caught us together. Your brother's an asshole. He's still my brother. I better move. You get him home safe. You get yourself home safe. Don't do anything stupid, okay? Alles klar. I'm young, quick. And I got a big ass wrench. What could go wrong? Here, we should probably toss one more of those things when we get a little farther up the road. Give them some more time to get clear. Okay. Oops, oops, falscher Knopf, falscher Knopf, falscher Knopf. Hä? Oh. Oh. Nehme ich einfach mal. Leer machen. Machen wir hier noch ein bisschen Lärm. Wieder nichts draus geworden. Flintenpatrone, ja. Gut, das haben wir alles durchsucht. Müssen wir hier in die Ecke. So. Alles klärchen. Müssen wir die jetzt irgendwie hier... Achso, wir müssen da rüber. So, dann schnell rein hier.
Hä? Hä? Aber wir müssen da aufs Feld, oder? Okay, ich habe jetzt noch keinen Plan, was wir... Ach, da hinten! Zombies up ahead. Go through, go around. Hä? Ey, sag mal... Jetzt gehe ich jetzt hier zum Punkt. Bin jetzt hier. So. Ja. Keep your eye on our right. We got zombies incoming. Hey, sind überall Zombies, Freund. Wie kann ich denn die Dinger durchsuchen, damit ich leer mache? Okay. Looks like no zombies were close. Ja, das ist natürlich das, was ich wollte. Soll ich denn eine Ablenkung machen? Mann, die schwingt das Teil rum, Alter, und kriegt da gar keine Power mehr. Ah, hier. So, jetzt stehe ich hier. Hallo. Schaffe eine Ablenkung für Ellie. Ja. Habe ich ja gemacht. Boah, steig bloß ins Auto, ey. Wie hupt man? Bevor ich was Falsches drücke. Aha. That ought to be enough. They'll be too fixated on the noise to pay much attention to Eli. Hm. As long as he doesn't get cocky. Geil. Tschüss. Boah. Jetzt aber schnell weg hier. I got him, Lily. We're on our way home. Oh, thank you. Now please, smack him in the head for being an idiot. So, haven't seen you around the church before. Ow! What was that for? You heard your sister. Aha. Knallt ihn einfach einer. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt Jacob. Dem Bruder, ich dachte schon, wir hätten ihn in der vorigen Folge irgendwie umgebracht. Da mussten wir das Haus verteidigen. Aber wer waren denn die zwei? Oder wer waren es die? Ich weiß es nicht mehr. How's the leg? It hurts like hell. I think I twisted my ankle or something. Nothing's broken though. The little bed rest, I should be fine in a day or so. Just don't expect me to be running around town dodging zombies and stuff. So, vertrautes Heim, Glück allein. Abgehakt. So, da wären wir auf jeden Fall. Thinking. You know nobody's supposed to go out there alone. Will you please give it a rest? You're not mom. And besides, I wasn't alone. Tell me you weren't with Eli Wilkerson again. That's none of your... I don't trust him. You know what his family's like. Eli's not his family. Just be careful, okay? I just got you back. I don't want to lose you again. Hey... Have you seen Dad recently? The last I saw him, he was going up to the lake to look for survivors.
The lake, huh? Mann, immer diese Limas, Liebesdrama, Familienbeziehungen, alles mögliche hier, ey. Wir müssen uns immer mit reinziehen. So, jetzt müssen wir... Ach, wieder dahin. Alter, guck mal, die Rennkurs. So, you were up on Mount Tanner the day you found us. Yeah. My dad was up there that day. You know, my dad who's been missing ever since. Anything you want to tell me? Yeah. I guess it's time. Your dad? He didn't make it, Lily. I'm sorry. Thank you. I mean, I kinda already knew, but it's good to hear it out loud. What's up? Let's move! Ooh, eine Knarre. Jetzt gehen die zwei Bitches, Alter. Boah, habt ihr gerade gesehen, wie die gestoppt ist, ey? So, jetzt ist der Kind nach oben, jetzt wird er alle gefressen. Und ich bin schuld natürlich wieder. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt einfach hier runter. Batzmann. Und holen uns die neue... Neue Dings da, die neue... Eine neue... Ups. Jetzt hat sie geredet. Okay, dachte, wir jetzt eine neue Mission wieder irgendwo drauf. Aber das mit der Armee hier ist schon echt ein... Mit der Armee hier, die uns da nicht helfen wollte, ist schon Abfuck, ey. Na gut, wir will schon in so eine kleine ranzige Bude hier rein. Da sind wir auf uns alleine gestellt. So, erstmal gucken, wie der Weg hier ist. Also, ach, einfach nur der Hauptstraße folgen und dann... Wird das schon funktionieren? Was ist jetzt hier schon wieder los? Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Boah, das Auto macht komische Geräusche. You may be gripped with doubt, exhausted and afraid. You may think this is all futile, that we won't see another dawn. But I believe that we, that you, have been chosen for greater things. We won't just survive. We will rise and be the birth of a new civilization. When your purpose falters, remember that. Appreciate it. All I've done is point you to the truth you already knew. Stay safe. Sorry, ich muss das kurz einmal ausprobieren. I need a breather. Es hätte mich jetzt der Rest der Folge noch so gejuckt, zu wissen, ob man da in so einen Bagger einsteigen kann. Boah, wo kommen denn die Zombies auf einmal her? Boah. War gerade ein richtig fetter roter Punkt auf der Karte. Naja. Boah, hört ihr das auch mit dem Wagen? Ich glaube, der macht echt nicht mehr lange. Jawohl. Ein Doktor. So, he'll come see Ed next, right? Yeah, only you're going to need to go get him. From the sound of things, they're penned in pretty. Ah, there you are. Alter. Mann, das ist doch eine richtige Luftpumpe, die Alte. Ach,
Hat er mal zugehalten? Okay, looks like no zombies were close by. Das ist der Doktor. Zerstören wir mit E. I'll run this home. We'll be ready. Jetzt gehe ich nochmal nach oben. Und dann könnten wir theoretisch gleich auch losdüsen. Ach, so viele Sachen zum Schnuppern. So, oh, ich will auch zum Durchsuchen. Ich hab nur so einen kleinen Rucksack, verdammt. I'm already loaded down here. I don't have enough space for this. Ah, ja, ist okay, ey. So, jetzt sounds like I've got company. Oh shit. So much for doing this the quiet way. So, wie war das jetzt noch mit dem. Scheiße, wie war das jetzt nochmal mit dem, Info-Dings hier? Let me see if I can make this place safer first. So, okay. Oh, ist nochmal eine ganze Menge Zombies jetzt da. Bist du denn? I got nothing left. Ach, ein Ricky Iglesias oder wie der Typ heißt hier. So, erstmal die Zombies töten und dann. Oh, Alter. Noch so ein Specknacken hier. Gleich die Schädel lecker eingehauen. Some supplies. Send runners for pickup. They'll be on their way soon. Appreciate it. Hey, I'm not greedy. You help me out and half of everything we get is yours. I'm just scoping out the rest of what's here. Okay, loading up. Hey, wo ist denn jetzt der Doktor, verdammte Axt? Sag bloß, der ist jetzt tot. Hey, es ist nicht mein Tag. Shit. This may take a little longer than usual. We don't have time. You want this stuff, you keep them off us. Let's make this happen. Meine Güte. Die halb am krepieren. Der kommt da nicht zum Sammeln. Okay. Looks like no zombies were close by. Keep your eye on our right. We got zombies incoming. Der muss im Haus noch ein Zombie sein dann. Hä?
Sich jetzt will ich jetzt verarschen, Alter. Wo ist denn hier ein Zombie? Unten war doch keiner. Ach hier. Mach hinne jetzt. Ey, ich dreh dich gleich vom Fenster weg. Ich krieg nen Sackgang. Alter, Junge, beweg deinen Arsch jetzt. Alter, wo ist denn jetzt Dings hin? Ist die jetzt tot oder was? Verteidige die Stellung. Warum denn jetzt so? Jetzt ist aber ein Witz, oder? Let's move. Interessiert mich nicht. Entweder ist Dings jetzt tot oder... Hä? Was soll ich denn jetzt da hinten? Oh Mann, jetzt muss ich hier... Ach, liefere die Vorräte aus. Ja, lesen wäre auch mal gelernt sein. Alter, hast du hier bezahlt, Mann? Hau ab hier. Ich habe hier so vieles entdeckt, was ich noch nicht entdeckt habe. Boah, ist ja mal am Arsch der Welt. Achso, ich wollte gerade sagen, was macht der denn da in der Wüste, aber... So, jetzt fahren wir dahin und liefern die Scheiße da ab und dann hat sich das... Searching over on the west side and end up in Jerry Haskins' place. Pictures of the smug son of a bitch with celebrities all over the walls. Typical Jerry. Look how important I am. But I'm digging through his place looking for some duct tape. I know, right? Like that asshole have duct tape. Ich nehme auf sofort jetzt einmal die Straße. And in the junk drawer in his kitchen, I find these pictures that, well, trust me, I'll never look at the tailpipe of the 72 Falconer hatchback the same way again. Jesus, if he was still around, I'd never let him hear the end of it. No point in speaking to all the dead, though. Merkmal entdeckt, Leute sind seltsam. Cash. Falls euch aufgefallen sind, das sind Zombies. Das sind Zombies, Leute. Die müssen seltsam sein. Sonst wären es ja keine Zombies. Ja, schon wieder Aussichtspunkt. Ich habe ja noch nicht mal die 500 anderen Aussichtspunkte genutzt. Wo sind wir jetzt hier? Ja, und schon wieder einer. Ey, Alter. Es ist gut. Jetzt wieder tausende von Zombies, die uns an den Arsch wollen. Mach hin. Let's consider that done. Here you go, as promised. Mit Überlebenden geholfen. Wie jetzt? Gute Nachbar, freundliche Haltung. Ist jetzt nicht dein Ernst. Neue Nachbarn. Sind sie da drinnen?
Ach, das ist jetzt auch eine Base oder was? Lass mal zu hier. Ich muss schon ein bisschen durchschnüffeln. Don't forget, you still need to go get Doc from the Barrett place. Auch das noch. Na super. Wir haben jetzt endlich neue Nachbarn, glaube ich mal. Nachbarn in dem Sinne ja nicht, ne? Wir müssen ja eventuell zu denen fahren, eine Stunde. Ja, den Onkel Doktor, wir wissen ja nicht, wo der jetzt ist. Denke mal, wir haben jetzt dem Doktor jetzt soweit geholfen. Ja, also Ed wird auf jeden Fall wieder gesund. Wir haben eine dicke, fette Pluspunkte in unserer richtigen Basis, wo die Kirche steht. Ja, denke mal auch, das könnte noch richtig gut abgehen, da alles... Das, mal gucken, was wir da noch alles finden. Ich finden wir auch noch, weiß ich nicht, da, ein Yeti oder wisst der Kuckuck da, was wir alles schon entdeckt haben. Ja, seid wieder dabei, wenn es heißt State of Decay. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder oder hören uns beim nächsten Mal oder schreiben beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.